Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer Folge Dead Cells. Es kam nämlich ein neues DLC raus, das The Bad Seed DLC. Wir können ja hier einmal in die herunterladbaren Inhalte reingucken. Und da sehen wir zum einen dieses Rise of the Giant DLC. Das war ja noch kostenlos und das ist auch eher für gute Spieler. Und jetzt kam halt The Bad Seed raus. Das kostet gerade 5 Euro bei Steam. Ist gestern rausgekommen, also am 11.12., am 11.02.2020. Und dieses DLC ist mehr oder weniger dafür da, dass man die Entwickler nochmal ein bisschen unterstützt, steht da ja auch. Und es bietet mehr Abwechslung im ersten Drittel des Spiels. Ich habe beide DLCs installiert und wir schauen uns heute mal die neuen Gebiete des neuen DLCs an. So, in dem neuen DLC gibt es nämlich zwei neue Gebiete, beziehungsweise drei. Und auch einen neuen Boss. Ich werde euch jetzt zeigen, wie man da hinkommt. Und ich habe einfach die behindertsten Waffen, die es überhaupt gibt hier. Geil, mal gucken, ob ich damit klarkomme. Okay, ich habe jetzt zum Glück noch einen Frostschlag gefunden, das ist ganz gut. Um in die neuen Ebenen aber zu kommen, müsst ihr die erste Ebene ganz normal machen und dann aber den Teleportations-Exit nehmen. Das heißt, ihr braucht auch die Teleportationsrune natürlich dafür. Und dann findet ihr hier nämlich... Oh, ein Neuankömmling! Und die Ratten haben ihn noch nicht mal angeknabbert. Da gibt es bestimmt noch was Nettes zu plündern. Ein Schlüssel! Ein rostiger alter Schlüssel findet ihr dann hier und einen zerrissenen Brief, in dem... tolle Sachen stehen, wie zum Beispiel königlicher Gärtner bei allem gebührenden Respekt, befolgt eure Befehle und ihr findet euch im Magen einer dieser Zecken wieder. Ach, da ist überhaupt nichts Interessantes dabei. Oh, eine Jacke. Ja, ihr bekommt dann eine schöne Jacke vom königlichen Gärtner, diesen schönen Schlüssel. Und diesen Schlüssel braucht ihr auch. Und wir haben auch eben schon in der Story eine tolle neue Information erhalten. Und zwar Zecke, denn der letzte Endboss wird eine Zecke sein, schon mal so als Spoiler. Und dann müsst ihr einfach auf diese Pflanze einmal raufgehen. Au, die... Okay. Die wird euch nach oben knuddeln. Am besten, ihr weicht dem einmal aus, damit ihr da keinen Schaden bekommt. Ich... nicht so, wie ich das gerade mache. Ich kenne die tatsächlich auch noch nicht. Deswegen... Okay, warte mal, wie funktioniert das jetzt? Ihr müsst ausweichen und dann A gedrückt halten, damit ihr hier hochkommt. Okay, alles gleiche. Und dann müsste hier jetzt, genau, der neue Ausgang sein. Das verfallene Arboretum. Das ist das allererste neue Level von den zwei neuen Leveln. Noch ein schönes neues Schwert, nehme ich gerne mit. Ich mag die Sandalen nämlich überhaupt gar nicht. Und das werden wir noch einmal ganz neu schmieden, weil plus 100% Schaden habe ich so gar keinen Bock drauf. Weißer Krabbeln aus den Opfern, das klingt sehr gut. Zudem gibt es auch noch neue Waffen in diesem DLC, nämlich zum allerersten Mal zwei Händer tatsächlich. Ich habe jetzt leider noch keinen Entwurf dazu gefunden, aber wenn ich einen finde, dann werde ich es auf jeden Fall sofort freispielen, weil ich habe noch ein paar Zellen, 73 an der Zahl, das sollte erstmal für eine Waffe auf jeden Fall lang. Und das verfallene Arboretum sieht dann wie folgt aus. Okay, das ist jetzt wirklich alles neu für mich. Gar kein Plan, Leute. Man kann nach links und rechts gehen. Es gibt ganz viele neue Gegner. Komische Pilze zum Beispiel. Oh Gott, okay, ich weiß halt gar nicht, was sie können. Wir gucken uns erstmal an, was sie können. Die können neue kleine Gegner. Okay, alles klar. Die werfen neue kleine Gegner. Wie sehen die aus? Waren das jetzt die Großen oder war das der Kleine? Wer wirft hier die Gegner? Warst du das? Sag doch mal, was macht ihr so genau? Okay, es sind doch die Großen. Die Großen können Gegner werfen, aber auch so eine Sprintattacke machen. Und hier gibt es aber auch alte Gegner, die man schon kennt. Wie zum Beispiel die ganz normalen grünen Zombies. Okay, ich spiele ja gerade richtig schlecht, muss man aber dazu sagen. Das ist vielleicht eine neue Waffe. Wirbelfächer? Kann gut sein, man weiß es nicht. Okay, und ganz offensichtlich können sich diese komischen Pilze auch einigeln, sodass sie nicht getroffen werden. Unsere Beißer hatten gerade gar keine Chance gegen den. Das ist sehr interessant. Und hier gibt es halt überall diese Pflanzen, denen man dann einfach ausweicht. Dann kann man die als Sprungbrett benutzen. Das finde ich sehr interessant. Okay, cool. Die gibt es sogar als Pilzimpf. Okay, die heißen Pilzimpf und die gibt es sogar als Waffe, wie es aussieht. Ein doller Handschuh, den nehme ich doch mit. Wichtig im Arboretum ist auf jeden Fall, dass ihr könnt hier einmal mit der Spinnrune zu den Gefängnisdächern gehen. Aber es gibt halt auch noch einen anderen Ausgang. Allgemein hat das wie heißt das Kackding hier? Arboretum. Das Arboretum hat an sich drei Ausgänge. Einmal hier die Gefängnistiefen, wie ihr seht, zu denen man nur mit der Spinnrune hinkommt. Dann die Gefängnisdächer, was ja auch der normale Weg mehr oder weniger ist. Und dann gibt es halt noch den Weg zum Morast. Der kann halt, wie gesagt, entweder auf der linken oder auf der rechten Seite sein. In meinem Fall waren jetzt die beiden normalen Ausgänge auf der linken Seite. Das heißt, ich werde mich auf der rechten Seite nochmal umschauen müssen. Zack, zack, zack. Alles kaputt hauen. Bam. Ich liebe es ja, mit diesen Testus-Dingern zu kämpfen. Auch bei Dark Souls fand ich das schon immer richtig geil. Das macht einfach am meisten Fun irgendwie, einfach mit den bloßen Händen so richtig große Gegner kaputt zu hauen. Was ist eure Lieblingswaffe in dem Spiel, Leute? Sagt doch mal. Aber ich würde schon gerne nochmal eine Zweihandwaffe irgendwie finden. Wie witzig das ist. Die haben auf jeden Fall Spaß, wenn sie geworfen werden. Ach, das ist schön.
Das sieht ja auch aus wie so ein Treibhaus, wenn ihr mich fragt. Als wenn man in so einem Treibhaus drinne wäre. Deswegen wohl auch die ganzen Pflanzen und sowas. Das wird auf jeden Fall Sinn ergeben. Ein Treibhaus-Wissenschaftshaus, wo irgendwie die ganzen Pflanzen mutiert sind und Leute angreifen. Irgendwie so. Aber es gibt dann noch hier den dritten Ausgang, nämlich der Morast der Verbannten. Das ist das zweite neue Gebiet. Dieser Pilzimpf kostet übrigens 50 Zellen, um ihn freizuschalten. Skaliert mit Überleben, also dem Grün. Da wird man halt so einen Pilzimpf einfach erschaffen und der macht den Gegnern Schaden. Und man kann ihn anscheinend nochmal aktivieren, sodass er explodiert oder was? Dabei macht er großen Schaden, aber verletzt auch deine Seele. Jetzt bin ich gespannt, wie der Morast aussieht. Okay, ja, halt wie ein Morast, nicht wahr? Also wir sind hier anscheinend gerade in einem alten Baum drin oder was? Und hier ist alles so ein bisschen runtergekommen. Ja, halt so sumpfmäßig. Ah, oh mein Gott, ist das denn, was ist das denn? Miniboss oder was? Was geht hier ab? Okay, Moment. Erstmal neuer Gegner, mit denen habe ich überhaupt gar nicht gerechnet. Wenn ich ganz ehrlich bin. Okay, er hält aber auch gar nicht so viel aus. Den haben wir schon mal getötet und kriegen dafür eine Busu-Kick-Klinge. Okay, damit habe ich schon mal gar nicht gerechnet. Das war schon mal heftig. So, sah schon mal aus wie ein Miniboss. Hier gibt es auch wieder neue Gegner. Und so wie ich das mitbekommen habe, soll es hier auch wieder drei Ausgänge geben. Und auf jeden Fall auch neue Gegner, die alle ein bisschen fies drauf sein sollen. Wie so Ureinwohner sind die hier gerade drauf. Die haben so Blasröhre und die Viecher... Moment, auf die Blasrohrtypen habe ich gerade gar keinen Bock. Stört mal kurz, danke. Wir töten mal kurz alle Blasrohrtypen. Die nerven mich gerade unendlich doll. Neben den Blasrohrtypen gibt es ja auch wieder alte Charaktere, also nicht nur neue. Und es gibt hier diese Pumpkin Faces, die anscheinend auch eine Stoßattacke können. Okay. Komm. Oh, die klettern sogar von der Wand oben runter. Das heißt, man sieht sie vielleicht erstmal gar nicht. Wir können ja einmal gucken, was sie so drauf haben. Nee, heute nicht, verfluchtes Schwert. Heute muss ich Sachen in diesem Spiel zeigen. Da kann ich kein Risiko eingehen, sorry. Eigentlich mag ich das verfluchte Schwert. Naja. Ich würde jetzt gerne nochmal diese Schlitzer mir angucken wollen. So, ich lasse mich einmal kurz treffen, damit meine Eule weg ist und die nicht einfach tötet. So, und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz diese Schlitze an. Können die vielleicht noch irgendwelche anderen coolen Sachen? Wie komme ich denn bei euch rein, Leute? Leute, wie komme ich denn bei euch rein da unten? Ach so, einfach. Moment. Mal kurz weg. So, sorry. So, was könnt ihr Tolles? Die können auf jeden Fall so eine Stoßattacke machen. Ja, könnt ihr noch mehr außer eine Stoßattacke machen? Ihr könnt auch normal schlagen. Okay. Und ansonsten kommen sie halt von der Decke runter. Also nicht atemberaubend, aber dieses DLC, da hat man sie auch nochmal kurz gesehen. Guck mal, da sieht man oben, wie die da rumgammeln. Wenn ich jetzt hier hochhüpfe, dann kommen sie auch tatsächlich runter. Also die haben auch so ein bisschen einen Überraschungseffekt auf jeden Fall, wenn man nicht immer auf die Decke achtet, dass dann da plötzlich so ein komischer Gegner ist. Bin ich aber ganz nett, sehen auch witzig aus und passt auf jeden Fall auch zu diesem Gebiet. Aber das können die Dead Sets machen ja sowieso richtig gut. Oh, da haben wir sogar ein Blasrohr gefunden. Ah, mit dem kann man sogar kämpfen. Dann kann man bestimmt auch diese komischen Dreiecksklingen von den Pumpkin-Leuten hier finden. Und das Blasrohr wird dann garantiert einfach einen Giftschaden machen. Also ist dann eine Fernkampfwaffe mit Gift. Werde ich gleich mal freischalten, wenn wir noch dazu kommen. Ja, an sich keine wirklich schwere Ebene. Ist halt auch tatsächlich eine der ersten Ebenen. Von daher passt das schon. Wahrscheinlich ist sie nicht mal allzu schwer auf den höheren Schwierigkeitsgraden mit mehr Bosszellen drin. Finde ich aber gut, dass nachdem die Macher da ja jetzt erstmal ein DLC rausgebracht haben, wo man wirklich richtig gut sein muss, um überhaupt die neuen Sachen ansehen zu können, jetzt auch ein DLC rausbringen für die Leute, die halt gerade mit dem Spiel angefangen haben, damit es halt noch mehr verschiedene Wege gibt. Das ist immer ganz nett. Damit sich da halt nicht so ein Trott einwirkt. Nur der Trott des Sterbens. Der ist unverändert. So, und ganz offensichtlich muss man hier gegen ein paar Minibosse kämpfen, damit es dann wirklich weitergeht. Also immer wenn ihr aus der Tür rausgeht, erscheint dann halt so ein Miniboss. Bisher sahen die aber immer gleich aus. Jetzt die Frage, kann der andere Sachen als der erste Miniboss? Sieht nicht so aus. Vielleicht war er ein bisschen schneller als der erste. Das kann sein, aber trotzdem keine wirkliche Herausforderung. Und so wie ich das mitbekommen habe, gibt es davon halt drei. Und dann kommt man in das Nest rein und da soll dann die Zecke als Endboss drin sein. Ganz schön flink, diese Dinger. Wow. Ich will schon gerne hochhüpfen, wenn sie wollen. Okay, also man kommt auch, ohne den dritten Miniboss zu besiegen, in das Nest rein. Da werden wir auch gleich lang gehen, aber ich habe hier unten trotzdem noch einen Weg. Und werde mal kurz prüfen, ob sich das denn lohnt, den dritten auch noch zu besiegen. Also meine Quelle war da irgendwie nicht so ganz informativ, muss ich sagen. Die hat mir komische Sachen gesagt, die gar nicht so eins zu eins stimmen.
Aber es gibt auf jeden Fall noch einen dritten Boss. Da hatte die Quelle zumindest recht. Aber die scheinen alle ziemlich gleich zu sein, diese Minibosse. Und auch nur der erste hat leider was fallen gelassen. Aber bis auf den Shop und ein paar normale Gegner und hier noch so ein Elite-Kämpfer scheint es hier nichts weiter zu geben. Also den dritten Boss muss man nicht unbedingt... Oder den dritten Minibus muss man nicht unbedingt machen. Hat sich aber in diesem Fall gelohnt für ein Topas-Amulett, warum nicht? Aber man kommt halt auch so, schon nach dem zweiten Minibus auf jeden Fall, in das Nest hinein. So, jetzt bin ich sehr gespannt, ob im Nest tatsächlich ein Endboss ist oder wie es danach dann weitergeht. Wir können uns auf jeden Fall nochmal kurz das Blasrohr angucken. Das macht auf jeden Fall einen kritischen Treffer, wenn man einen Gegner von hinten trifft. Okay, aber da steht jetzt nichts von wegen Vergiftung oder sowas. Den Pilzimpf könnten wir uns auch nochmal angucken. Also, der Pilzimpf sieht folgendermaßen aus. Den aktiviert man. Okay, der erscheint bei einem selber. Er wird jetzt Gegner angreifen, wenn hier welche sind. Und anscheinend auch mehr Schaden machen, wenn die gegen eine Wand knallen oder sowas. Und man kann ihn noch einmal aktivieren. Dann sagt er, warum? Und er explodiert mit einer riesigen Blutlache und macht dabei dann halt ganz viel Schaden. Aber ansonsten scheint das wohl so, als dass er für immer da ist, bis er halt kaputt gemacht wird. Wisst ihr was, wir nehmen den mal mit zum Boss, warum nicht? So, das Blasrohr sieht tatsächlich auch ganz cool aus. Oh, ist auf jeden Fall ein sehr schnelles Geschütz. Es hat aber Munition und krittet halt, wenn man von hinten angreift. Und da kommt es wahrscheinlich auch nicht drauf an, wie weit man wegsteht. Ich habe jetzt sogar einen, der plus 20% nochmal Schaden macht bei einem kritischen Treffer und das erste Ziel durchbohrt. I'm gonna try it. Haben wir zwei neue Sachen dabei, ist doch auch schön. Gut, dann ab ins Nest zur riesigen Zecke. Ich weiß noch nicht, wie sie aussieht. Ich weiß nicht, was für Angriffsmuster sie hat. Aber ich bin sehr gespannt. So, beide Freunde raus. Und dann mal gucken. Okay, man kämpft auf jeden Fall im Sumpf drin. Man ist hier auch ein bisschen schwerfälliger von der Bewegung her. Und die Zeckenmutter ist tatsächlich... Okay, der Boss. Oh Gott, okay. Also sie macht auf jeden Fall Tentakeln aus dem Boden raus. Und hier ist irgend so ein Auge. Und sie greift mit ihren Tentakeln auch irgendwie an, oder was? Wo ist denn mein Viech? Da. Explodier einfach mal. So, okay, cool. Meiner Seele geht's gut. Meiner Seele geht's gut. Alles easy. Wo ist denn bei ihr hinten und wo vorne? Aua, ey. Okay, okay, alles klar. Habe ich verstanden. Muss man erstmal klarkommen mit dem Ausweichen. Kann ich hier irgendwas machen? Kann ich hier irgendwie angreifen? Wahrscheinlich nicht. Okay, hier, Crit. Warte. Crit. Ich crit dich richtig. Okay, die macht komische Sachen. Man hat ja auch leider nicht mehrere Ebenen. Also man muss auf einer Ebene kämpfen. Nicht wie zum Beispiel bei dem Invictus-Teil. Ich kann sie leider nicht von hinten angreifen. Das finde ich ein bisschen lame. An den Ranken kann man sich auch nicht festhalten, dass man da irgendwie safe wäre. Ich stelle mich gerade sehr dämlich an. Kann man? Okay, man kann sie aber auch von nah angreifen. Und wie eine Zecke sieht das nicht wirklich aus, aber ist in Ordnung. Ich finde es blöd, dass ich sie jetzt halt nicht von hinten angreifen kann. Fuck, da ist meine Eule sofort wieder weg. Easy. Er läuft auf jeden Fall zu ihm hin, aber man kann sie da auch nicht angreifen. Okay. Ja, merkwürdiger Boss, muss ich sagen. Aber scheint auch nicht allzu schwierig zu sein, tatsächlich. Also, man kann durch ihre komischen Dinger, durch ihre Ranken oder was soll das sein, kann man auf jeden Fall den durchrollen, wenn man will. Wenn sie halt diese komische Dash-Attacke macht. Hier da ein... Okay, da... Jetzt hat sie drei gemacht. Aber da kann man an sich durchrollen und da ist sie auch schon tot. Warum? Aber das war unser kleines Ding. Und wir kriegen sogar... Die linke Sensenkralle! Das ist garantiert eine Zweihandwaffe. Ja, und das war Mutter Zecke. Kein wirklich schwerer Boss, auch wenn ich mich richtig behindert gerade angestellt habe. Und wenn ihr hier mit einer Bratpfanne hingeht... Dann kann es wohl sein, laut den Patch-Notes, die da rausgehauen haben, dass hier dann ein Auge erscheint. Und wenn man das dann einmal mit der Bratpfanne haut, dann soll was ganz Tolles passieren. Ich habe jetzt leider keine Bratpfanne dabei, deswegen kann ich euch das leider nicht zeigen. Aber probiert das mal, wenn ihr da seid, mit der Bratpfanne. So, hallo, ich hätte gerne diese komische Sense. Die landet einen kritischen Treffer, wenn dein vorausgehender Angriff mit der rechten Kralle ausgeführt wurde. Ah, es gibt eine linke und eine rechte. Das ist leider keine Zweihandwaffe. Und kostet leider auch zu viele Zellen. Kann ich euch jetzt leider nicht mal zeigen. Schade. Gut, und danach scheint es einfach ganz normal weiterzugehen. Entweder Ufersiedlung oder halt der Friedhof, wenn man will. Aber das Blas war schon echt stark, muss ich sagen, wenn man die Gegner von hinten trifft. Also das macht wirklich Ultra-Damage. Und ist vor allem richtig schön schnell und braucht auch kaum Nachladegeschwindigkeit. Aber ja, in sich ein sehr schönes DLC, was halt
den Anfang des Spiels ein bisschen interessanter macht, möchte ich sagen. Kostet halt, wie gesagt, nur 5 Euro, also ist jetzt nicht die Welt. Und ich glaube, es gibt sogar, oder es wird kommen, ein Kombi-Angebot, also wo das DLC natürlich mit bei ist und das Hauptspiel an sich. Und dann könnt ihr das, wenn ihr Dead Cells halt noch gar nicht habt, einen guten Schnapper nochmal machen. Das sagt auch der Entwickler in seinen Patchnotes drin, dass ihr da warten sollt. Dann könnt ihr, glaube ich, locker 30% sparen oder so, als wenn ihr die Sachen einzeln kauft. Also da auf jeden Fall drauf achten, wenn ihr euch dieses DLC kaufen wollt. Und dieser Pilzimpf ist übrigens super süß. Wenn der mal nicht hinterherkommt, dann macht er so ganz witzige Geräusche. Wollen wir da springen? Hört mal hin. Er macht immer so ein Wip, Wip. Den habe ich auf jeden Fall sehr lieb. Habe ich hier meine beiden besten Freunde bei mir. Ein Pilzimpf und eine Eule. I like this. Da gehst du in eine Grabkammer. Guck mal, kann ich euch die linke Sensenkralle doch nochmal zeigen? Lang perfekt sogar. Oh, die macht ja sogar richtig viel Schaden. Oh, und es ist doch eine Doppelwaffe. Okay, ihr sammelt nur die linke Sensenkralle auf und bekommt dann auch gleichzeitig die rechte Sensenkralle. Und schaut euch bitte mal den Damage von der rechten Sensenkralle an. What the fuck? 7500? Die teilen sich ganz offensichtlich die Verbesserung, wenn ich das so sehe. Warum die eine Sensenkralle jetzt aber so viel stärker ist als die andere? Keine Ahnung. Ah, okay, die linke Sensenkralle, die schlägt auch schneller. Und wenn man dann mit der rechten angreift, die auch ein bisschen anders aussieht, die braucht halt länger zum Angreifen. Ist quasi so ein bisschen wie bei Bloodborne, wenn ihr das kennt. Da gibt es auch quasi eine Waffe und die kann man dann während des Kampfes auch immer ändern, dass man zum Beispiel schnell oder langsam angreift und so ist das hier genauso. Und die langsamen Angriffe machen mehr Schaden als die schnellen Angriffe, ist ja auch logisch. Mega cool auf jeden Fall. Cool, dann haben wir das auch nochmal gesehen. Also richtig viel Content hier. Neue Gegner, neue Sachen. Und ich werd das jetzt einfach nochmal kurz hier zu Ende führen. Bäm! Oh Gott, die Gegner werden einfach richtig nach oben gefetzt dabei. Und das ist nur der normale Angriff. Warte. Wir gucken gleich mal an, wie das dann aussieht, wenn ich mit der rechten Kralle angreife, Leute. Die ist bestimmt noch heftiger. Da werden die einfach auseinandergenommen. Fühlt man sich auf jeden Fall sehr stark. Die Entwickler meinten auch schon, die müssen da vielleicht noch ein bisschen was anpassen, weil die vielleicht ein bisschen zu stark sein könnte jetzt am Anfang. Also nutzt sie, solange es noch geht. Oh, zeig doch mal, wie sieht denn die rechte Klinge aus? Ist natürlich mega langsam, aber halt auch super geil stark. Aber da werden die leider nicht in die Luft gefetzt, beziehungsweise die sterben halt alle One-Hit. Deswegen sehen wir vielleicht nicht, wie die in die Luft gefetzt werden. Und es ist sogar eine grüne Waffe. Sehr geil. Ich muss das gleich nochmal in der Burg austesten, weil da gibt es ja zumindest ein paar Gegner, die ein bisschen mehr aushalten als ein Hit. Hat auf jeden Fall eine schöne Reichweite. Klar, es zackt richtig, dass sie so lange braucht, um zu schlagen. Aber die Gegner werden natürlich auch gestunt dadurch. Also zumindest durch die linke. Keine Ahnung, ob das bei der rechten Kralle jetzt genau auch der Fall ist. Hier, die halten noch mehr aus. Nee, okay. Mann, warum sind die alle One-Hit? Als ob die so krass stark ist. Aber das fühlt sich schon echt geil an, dass die Leute so hochfliegen auch. Und man kann sie einfach einmal hochfliegen lassen. Na gut, warte. Du kannst die ja einmal hochfliegen lassen und dann eine starke Attacke machen. Weil dann hat man natürlich mehr Zeit anzugreifen, wenn sie einmal in der Luft sind. Up you go and you're dead. Oh mein Gott. Okay, warte, ich muss noch einmal ausprobieren, ob man mit der Waffe trifft, wenn man gar nicht in die Richtung von dem Gegner guckt. So, wir gucken nicht in die Richtung und sie werden... Jetzt, ich hab meine Eule noch draußen. Warte mal, Eule, kannst du mal ganz kurz weg? Eule, hör auf, alles zu töten! So, danke. So, Eule ist weg. Wir werden jetzt einmal ausprobieren. Aber, okay, jetzt kriegen wir sind zu viel Schaden. Nein, Moment, nein, lass doch! Okay, warte, der muss auch noch mal kurz weg. Lol, der springt sogar zu einem Gegner hin. Das ist auch neu für mich. Wenn kein Gegner in der Nähe ist, dann springt dieser Pilz tatsächlich zum nächsten Gegner hin, den er so sieht, und explodiert da dann. Dann trifft man dich, wenn man in die linke Seite geht. Nee, tut man nicht. Okay, also man muss schon in die Seite gucken, wo die auch sind. Weil die Animation sieht da so aus, als wenn man auch ein bisschen hinter sich treffen könnte. Ist aber anscheinend nicht so. Ah, der linke macht einfach 11.000 Damage und der rechte 25.000. Oh, jetzt sehe ich das auch erst. Man macht kritische Treffer, wenn man die tatsächlich hin und her wechselt. Das ist dann doch keine Zweihandwaffe, oder? Das ist zwar auch eine coole Waffe, aber keine Zweihandwaffe. Die rechte Kralle krittet, wenn man mal die linke Kralle eingesetzt hat. Und die linke Kralle krittet, wenn man mit der rechten angegriffen hat. Das ist ja auch sehr geil. Also auf jeden Fall trotzdem sehr schöne Waffe. Committet man sich dann natürlich, dass man nur diese Krallen als Angriff hat und keinen Bogen oder sowas. Oh, das ist mein absoluter Hassgegner. Ich hasse den. Ich weiß nicht, wie man gegen den kämpfen soll. Hüterin der Zeit. Du mich auch. Blöde Dreckskuh. Stirb. An meiner K
Moment, Moment, okay, du wolltest nicht anders. Spüre meine Kralle. Zack und zack und zack und immer nur den krassen Angriff und dann nochmal den kleinen Angriff. Mir egal, du kannst gar nichts. Deine komischen Schwerter von oben bringen dir auch nichts. Jetzt mach mir keinen auf Zeiger, du gehst... Nee, jetzt mach mir keinen auf Uhr, du gehst mir auf den Zeiger. Hier, spüre meinen komischen Selbstzerstörungstypen. Zack, Mann, ich treffe die halt auch wirklich nie. Zack und jetzt nochmal eine krasse rechte Attack. Und eine linke kriegst du mit. Und eine rechte kriegst du mit. Und du stirbst jetzt an meinem komischen Teil hier. Komm, jetzt geh einfach kaputt. Du hast gar keine Chance. Man kann so schlecht spielen, wie man will. Ohne Zelle kriegt man einfach alles tot. Das Spiel ist so lächerlich ohne Zelle. Naja, egal. Oh, eine Todeskugel. Na gut. Spiel, wenn du mir eine Todeskugel geben willst, dann nehme ich die auch mit. So, jetzt bin ich gespannt. In der Gipfelburg, wie schnell die Leute da sterben. Hallo Wetterherr, wie schnell sterben sie? Okay, sie sind auch quasi mit einem Hit der linken Kralle tot. Das heißt, die rechte Kralle wird ihn auf jeden Fall töten. So, komm mit, mein kleiner Kompagnon. Die wohl sterben, wenn der einfach nur auf den Raum... LOL, hat er doch weggeschubst! Ja, mach, was du da machst, das ist sehr cool. LOL, der ist ja richtig stark, dieser Pilz. Der gibt dir einfach eine Kopfnuss und die sind tot. Läuft bei dir. What the hell? Ist das Teil stark? Hier, komm mal mit runter. Und jetzt, mach sie alle klar. Ja, nochmal, hier, du bist dran. Ich wähle dich. Töte ihn. Ja, du bist der Allerbeste, mein allerbestes Pokémon. Gut, aber selbst hier stirbt einfach alles One-Hit. Also den neuen Boss zu legen, lohnt sich so oder so schon alleine für die Waffen, die man dafür bekommt. Ich habe jetzt aber zum Beispiel keine Errungenschaft bekommen, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Ein bisschen schade. Vielleicht werden die noch nachgereicht, das kann sein. Müsste man halt im Endeffekt mal ausprobieren, ob diese Krallen tatsächlich auch so OP sind, wenn man mehr Bosszellen drin hat, weil da haben die Gegner dann mehr Leben und teilen auch mehr aus. Ist dann aber vielleicht für die Leute interessant, die bisher schon ein paar Bosszellen gesammelt haben, aber vielleicht noch nicht so die richtigen Waffen für sich gefunden haben. Könnte da eventuell diese Kralle jetzt eine Möglichkeit sein, da nochmal ein paar Bosszellen zu farmen, solange sie halt noch so stark sind. Duell der Giganten hier. Beide machen Kopfnüsse. Witzig. Ja, töte ihn, mein kleiner Pilz. Der ist so toll. Ich liebe diesen Pilz. Ach man, ich will zwei dieser Pilze haben. Das ist bestimmt noch viel witziger. So, dann schauen wir mal, was der letzte Boss so kann gegen unsere coolen Clown. Und vor allem gegen unseren kleinen Pilz natürlich. Mann, mein Thron ist kaputt. Wie kann das sein? Hallo. Guck mal, ich habe eine Kugel für dich und einen komischen Pilz. Bitteschön, der ist nur für dich. Und ich habe auch hier noch so links und rechts Attacken und kann damit ganz voll kritten. Oh, du gehst schon nach oben, das ging aber schnell. Nun gut, mach du mal. Hey, wo ist mein Pilz hin? Hast du meinen Pilz getötet? Das geht aber... Nee, ich hab ihn gerade selbst getötet, kann es sein. Na gut, das tut mir leid, das wollte ich natürlich nicht. Aber auch der ist einfach unfassbar schnell tot. Zumindest, wenn man noch keine Zelle drin hat. Sogar die Elite-Krieger hier sind richtig schnell tot. Zack, zack, und du bist tot. Noch ein Hit noch. Moment, warte doch mal jetzt. Jetzt frisst meinen letzten Hit. Hätte eigentlich der Pilz machen können, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, damit haben wir auch den Boss nochmal besiegt und ein paar coole Dead Cells hier bekommen. Und ja, ich muss sagen, die Neuerungen gefallen mir recht gut. Die neuen Gebiete sind hübsch gestaltet. Tolle neue Gegner. Eventuell kommt da ja noch was. Mir fehlen so ein bisschen die Errungenschaften für dieses DLC. Ansonsten ist das halt nicht teuer. Wenn ihr die Entwickler unterstützen wollt, dann kauft das auf jeden Fall. 5 Euro ist dafür, glaube ich, nicht zu viel. Und dieser Pilz ist einfach super süß. Und die Waffen sind halt auch mega cool. Vor allem, dass man die halt so kombinieren kann. Eine Kombi-Waffe, mega cool. Ja, dann würde ich aber sagen, war es das mit dieser kurzen Dead Cells-Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Und ansonsten würde ich sagen, wir sind diesmal wieder da. Bis dahin. Oh, sorry, kleiner Pilz, dass ich dich jetzt da lasse. Du kannst da noch ein bisschen abdancen. Und tschüss.